Warum verschleimt Käse die Leber? Hast du eins meiner Videos gesehen, wo ich gesagt habe, dass Käse die Leber verschleimt? Dann bleib jetzt dran, denn ich erkläre dir, warum das so ist. Ich bin Ayurveda-Beraterin und helfe dir, dein Bauchfett loszuwerden mit bewusster Ernährung und ohne Verzicht. Und im Ayurveda wird gesagt, dass es drei Doshas gibt, also drei Energien im Körper: Vata, Pitta und Kapha. Das Ziel ist es, diese drei Energien immer im Gleichgewicht zu behalten. Allerdings ist es bei uns in der Welt leider nicht der Fall. Die meisten haben ein Ungleichgewicht, und zwar sehr, sehr viele Menschen, die hier auch auf meinem Kanal sind, ein Ungleichgewicht von Kapha. Das bedeutet, wenn dein Kapha zu hoch ist, dann hast du wahrscheinlich Übergewicht, hast Lungenprobleme oder vielleicht sogar Verschleimungen der oberen Atemwege. Kapha ist die Energie im Körper, die den Körper zusammenhält, und es gibt zwei Elemente, die Kapha zusammensetzen, und zwar Erde und Wasser. Das ist also der Hintergrund, warum Käse die Leber verschleimt. Jede Energie hat Eigenschaften, und zwar Kapha hat die Eigenschaft schwer und feucht und kalt. Und wenn wir jetzt mal den Käse anschauen als Eigenschaft, dann siehst du, dass diese Eigenschaften von Käse eher kalt, schwer und schleimig sind. Kapha sollte demnach kein schleimiges Essen in dem Sinne essen oder auch schweres Essen, wie zum Beispiel Gluten, Teig, Käse, Milchprodukte und Fleisch. Ganz einfach ausgedrückt, Käse erhöht Kapha und somit dein Übergewicht. Willst du jetzt wissen, wie du dein Kapha senken kannst? Dann schreibe Tipp in die Kommentare.